Hi, liebe Leute, willkommen zurück zu Blue Dragon. Ich weiß, es tut mir sehr leid, die letzten Tage kam jetzt nicht so toll Blue Dragon, wie es eigentlich kommen sollte. Aber nun sind wir wieder da. Lass uns erstmal gucken, was hier alle im Lager sagen. Es ist schön, eine Familie zu haben. Wenn meine Eltern noch am Leben wären, dann hätten sie sich sicher auch Sorgen um mich gemacht. Hey, meinst du, Maros Tante hat allen gefallen? Na klar. Lailala. Ich bin so froh, dass es dir gut geht, dass es euch allen gut geht. Ist dir überhaupt klar, wie sehr sich alle darüber freuen? Leilala und Lala oder Leila oder was weiß ich. Fushira, ich wusste, du würdest den Brief finden. Alle dachten, der Landherr hätte euch den Garaus gemacht. Aber ich habe das nicht geglaubt. Schließlich bist du mein Enkel. Du darfst nur nicht den Mut verlieren. Du musst dir nur sagen, ich gebe nicht auf. Ja, dann sagt er sich sowieso die ganze Zeit. Von dir hat er also Fushira, ist klar. Ich überlege gerade, ist hier irgendwo ein Sprunggerät gewesen? Ich bin mir nämlich eigentlich gerade gar nicht so sicher. Gehen wir mal hier rein ins Zelt. Ach, das? Ja. Du auch, Mutter? Naja, nachdem du und der Landhai von der Erde verschluckt wurdet. Deine Mutter hat damit angefangen. Sie hat immer, immer, immer weiter gegraben. Sie sagte, du wurdest lebendig begraben und sie würde dich da rausholen. Die anderen wollten uns aufhalten, aber wir haben nicht auf sie gehört. Wir erinnern uns an nichts. Ich hatte eine Schaufel, aber die ist durchgebrochen. Dann habe ich mit meinen Händen weitergemacht und ich kniete dort und habe gegraben. Es tut mir leid. Du bist ja wieder hier. Ich fürchtete. Nur das Zehen. Halt dich in Zukunft von Problemen fern. Das kann ich nicht. Es gibt für mich noch was zu erledigen. Wir verstehen dich, mein Sohn. Du schaffst es. Wirklich rührend. Sie haben gegraben und gegraben und gegraben. Kommt mir so vor, als ist es heller geworden. Lass uns die nächsten Zelte, oder nee? Was sagt dein Klug dazu, hä? Wo? Wir sollten auch bald schlafen gehen. Ja, wir müssen morgen früh raus. Wir sind so nah bei Gibral. Ich schäme mich, dass immer nur ich Hilfe brauche. Keine Angst, Opa. Wir beschützen euch. Langsam gewöhne ich mich an Magie. Sieh mal. Erst hatte ich Angst. Doch es ist einfach unglaublich. Ja, okay. Lasst uns speichern. Ich speichere mal einfach hier, weil ich weiß jetzt nicht, was das für ein Save Point ist. Zack. Bin gespannt. Nein. Ja, nein. Ich weiß ja nicht mehr. Hier kann ich sagen, Leute, es gibt einen Erfolg. Also die Wagen werden gleich vom Monster angegriffen. Ach nee, wir quatschen hier mal. So, Schützen der Wagen. Die Gesundheitsanzeigen für die beiden Wagen werden oben links angezeigt. Beim Angriff durch ein Monster nimmt die Gesundheit ab. Natürlich. Besiegt die Monster, damit sie die Wagen nicht angreifen können. Das Spiel endet, wenn die Gesundheit eines Wagens auf Null sinkt. Die Zahl unter der Gesundheitsanzeige zeigt an, wie viele Reparatursets nötig sind. Höre einen Wagen und drücke A, um ihn zu reparieren. Entferne die Hindernisse aus dem Weg des Wagens, damit er weiterfahren kann. Wenn du die Wagen bis nach Gibral schützen kannst, ist deine Mission beendet. Sei wachsam. Und hier, ja genau, da brauche ich glaube ich ein, zwei Versuche. jetzt musste ich husten und lachen. Ich habe damals mit einem YouTube-Video, habe ich geguckt, wo
die Monster spawnen, dass ich immer vorher schon hinlaufen kann. Denn es gibt ein Achievement, 30 Gamerscore, glaube ich, wenn man hier die Wagen beschützt und durchbringt, ohne dass die überhaupt einmal getroffen werden. Nein, wir schützen jetzt die Wagen. Ja, ja, ich bin ein Schlingel, war damals mit einem Video. Ihr könnt ja mein Video auch schauen, wo die Monster spawnen, falls ihr das Spiel mal zockt und diesen Achievement wollt. Aber an sich geht hier gerade noch nicht ab. Wow. Hey, du alter Ratte. Wow, wie da ausgerastet sind. Ekelhafte, fette Packratten. Ach du Scheiße. Die sind ja noch stärker als Ratten. Also noch stärker als fette Ratten. Ja, wir sind im nächsten Teil... sind wohl noch nicht so stark. Ja, wir sind hier im nächsten Teil des Spiels. Neue Monster und so weiter. Ihr habt es im letzten Part gesehen. Voll die starken Tiger-Typis. Yeah, so. Der Giro bekommt einfach Barrieremagie, dann ist er voll der ausgeskillte Magier und Kuku kommt Beistandsmagie. Jetzt sind es halt die Supermagier so, ne? Hat der Kacke gedroppt? Nee, aber irgendein anderes. Ein Dorngras. Sehr schön. Naja, ich weiß, dass ich die Wagen beschützen muss, aber, ne? Muss immer so in der Mitte laufen. Dass ich schnell agieren kann, wenn irgendwas spawnt. Manchmal spawnen auch wirklich vorne und hinten Gegner. Das ist richtig fies. Aber naja, lass uns erstmal hier gucken. Da ist eine Kiste. Du Ratte! Niedermähen! Wurmsen! Und nochmal niedermähen und stirbt! Nice! So, yeah, neuer Rang. Noch irgendwo in der Nö. Wir müssen schnell weiter. So, jetzt beeile ich mich mal, dass ich an die Kiste rankomme. Oh. Noch sieht alles ganz gut aus. Mann! Ach du Scheiße. Aua! Vor allem zwei Monster, Alter. Was? Voll fies und böse. Ich bin einfach nur gegengerannt, deswegen, naja. Maro und Schuh sind trotzdem dran. Also sollte alles in Ordnung sein. Zack. Yeah, neuer Rang. Das ist ganz schnell. Mensch, das war knapp. Stahlfressender Tiger. Die sehen so cool aus. Also ich finde echt das Design von diesem Monster. Da war ich das erste Mal richtig begeistert, wie geil die Monster doch hier in dem Spiel aussehen. Ja, ich versuche hier einfach irgendwie beide zu killen, indem ich hier irgendwas mache. Also, ne? Schön Erde auf die stahlfressenden Tiger. Oh, diesmal sind sie schwächer, oder? Also beim letzten Mal haben die viel, viel mehr ausgehalten. Hm, war wohl so echt als Bossfight gedacht. Zack. Yeah. Jetzt werde ich aber mal ganz schnell die Kiste öffnen. Denn die soll mir ja nicht davon kommen. Naja, ich muss die Wagen beschützen. Bin doch dabei. Dornzweig. Ach, schön. Da kommt bestimmt gleich ein Monster irgendwie. Diesen Felsen im Weg. Wir müssen halt mal schön gucken, ne, Leute? Zack. Ach, okay, das kostet keine Zeit, das ist ja gut. So. Geh wieder zur Mitte. Okay. Noch ist hier nichts gespawnt. Ja, diese Wagen-Eskorte, Mensch. Ja, ich hab die doch angegriffen. Und dann greift sie mich doch an. Voll wie diese fette Ratte. Aber ich glaube, das hier war, eventuell war das schon so, vorne sind zwei und hinten ist auch eine gespawnt. Das passiert, glaube ich, auch irgendwo. Man denkt sich echt, oh ja, ich hab alle besiegt, alle vorne sind tot, aber hinten erstmal voll... Voll den Wagen angegriffen. Da muss man vorsichtig sein, oder? So, zack. Ja. Aber ich hab Angst. Ich guck gleich, ich sprinte gleich sofort nach hinten und gucke, ob noch irgendwo eine Ratte ist. Was?
Jetzt krieg ich einen Angriff. Naja, Giftzahl. Oh nein! Konter. Oh, tschüss. Los, Giro, kill it. Ja, okay, denn nicht. Bumsen. Oh Mann, ey. Scheiß Ratten. Okay, diesmal ist keiner mit hinten. Man muss immer sehr, sehr vorsichtig hier sein. Weil die Musik ist ja schön. Fällt mir gerade mal so auf, wenn wir jetzt gerade hier so eine ruhige Minute haben. Die Musik ist sehr, sehr schön. Okay, hier. Und ganz hinten ist einer, so wie es aussieht. Ich bin ja auch vorne. Man weiß es nicht. Niedermähen. Rums. Niedermähen. Die. Also hinten ist auf jeden Fall einer. Und vorne ist auch einer gespawnt, okay. Aber die hat den Wagen gerade erst entdeckt, da könnte ich noch rechtzeitig hinkommen. Ja, hier ist es halt echt besser, wenn man wirklich so eine Art Anleitung hat, wo die spawnen. Und jetzt hätte ich praktisch schön, hätte ich gewusst, wo die kommen, dann hätte ich natürlich von hinten nach vorne alle gekillt. Zuerst die hier, denn die, die ich eben schon getötet habe, dann die letzte, die den Wagen jetzt erst entdeckt hat. So, ich hoffe, ich bin jetzt noch schnell genug. Ich muss jetzt wirklich mich beeilen. Schneller, schneller, schneller. Tiger! Oh, wie knapp, Alter! Ich habe ihn... Alter, der hat schon angegriffen. Das war wirklich sehr knapp. Das war ziemlich knapp, ey. Krass, Mann. Aber Niedermähen einfach. Wegbamsen. Und auch mit Maro. Wegbamsen. Und jetzt kommen zwei Angriffe. Oh nein. Oder auch nicht. Sie bereiten sich vor. Sie starren einander an. Stirbt. Was? Du lebst noch? Den wollen wir ja nicht sehen. Ach, ist das schön, oh yeah. Wir haben gewonnen, yeah. Das ist so cool und so weiter. Und Maro, der kriegt ja auch den Henker, weil Henker ist einfach eine gute Klasse. Da werde ich mit beiden mal irgendwie irgendwann skillen. So, die Gefahr ist beseitigt fürs Erste. So, hier muss ich dann wirklich aufpassen. Ich glaube, das, das ist noch so gefährlich gleich. Naja. Mal schauen, ob ich echt in diesem Part diese Eskorte schaffe. Denn es sieht echt so aus, als ob das noch ein Stück länger dauert. So, da ist nix. So. Oh, da ist ein großes offenes Feld. Nein, Tiger und Ratten. Da muss ich jetzt zuerst zum Tiger, weil er näher dran ist. Und dann muss ich zur Ratte. Oh nein. Scheiße, ich glaube, das verkacke ich jetzt. Ich glaube, jetzt müssten sie tatsächlich angegriffen werden. Ich hätte zuerst auf den Tiger gehen sollen. Aber man hat halt in dem Bild da oben links so schlecht gesehen, wer wie was wo ist. Oh, also muss ich mich bitte irgendwie krass beeilen. Neue Fähigkeit, wow. Abstoßende Aura. So, jetzt muss ich mich richtig beeilen, dass ich nochmal hinten oben den Wagen herum. Oh Mann, Leute, ich bin ja so aufgeregt. Ich bin so aufgeregt. Adrenalin. Was? Ich habe euch angegriffen. Wieso macht ihr den Erstschlag? Wollt ihr mich doch verarschen? Schwarze Magie, Wasser, Zauber. Der haut so rein, Mann. Ja, dann werdet ihr klein, Mann. Oh nein, Biss. Oh! Oh! Alter, Konter. Tot, Alter. Und so tot. Rums. Oh Mann, Leute, ey, das wird richtig, 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 richtig knapp. Scheiße. Nein! Oh, fuck, ey. Ja, das ist dann halt echt die schwerste Stelle, glaube ich. Die sind aber auch fies gespawnt. Vielleicht muss man echt auch erst zuerst die Ratten killen, weil der Tiger vielleicht doch ein bisschen langsamer ist beim Angreifen. Oder zuerst die hintere Ratte und... Naja, zum Glück habe ich die Achievement schon mal irgendwann geholt. Ich habe es jetzt leider nicht geschafft, das finde ich ein bisschen traurig. Aber ich glaube, dafür gab es auch keine spezielle Belohnung. Es gab halt echt einfach diesen 30 Gamerscore Achievement.
Mann, er war schon ein bisschen traurig, wa? Echt so kurz vorm Ziel. Ich glaube nämlich, hier ist tatsächlich das Ziel. Ach, schade. Was soll man machen? Bövernette. Was? Ach so! Ach du Scheiße! Ich vor allem mit der Kamera. Oben links wird nichts angezeigt. Und dann spawnen die einfach so ein Scheiße. Naja. Ey, das ist wirklich böse. Maro müsste ich auch nochmal in den Schwertmeister skillen, dass der hier Niederman 2 endlich lernt. Das hat auch so super starkes. Naja. Oh, Angriff hinten. Hohoho. Da gibt es übrigens auch ein Achievement für. Wenn man 100 Mal Monster von hinten angreift. Ist ein bisschen zeitweilig. Man kann, theoretisch kann man das auch echt schon im allerersten Gebiet boosten, indem man da immer die, also in der Wüste da am Anfang, wenn man einfach umherrennt und die ganzen Monster von hinten angreift. Aber irgendwann kommt sowieso automatisch. Von daher macht euch da mal keinen Kopf, wenn ihr hier irgendwie Achievements sammeln wollt. Aber Mann, ey, das war jetzt echt ein einziges Mal. Ich heile mal zur Sicherheit Maro. Man weiß nie, was jetzt noch alles passiert, ne? Deswegen heilen zwei, zack. Im Kampf, wenn man heilen auflädt, dann ist es ja sowieso auch richtig stark. Fortschritt speichern, ja. Hab's geschafft, ja. So, dann kann ich, ja, ich speichere trotzdem hier, weil man weiß nie. Zack. Ab jetzt sollten wir sicher sein. Ja. Wo kommen die alle her, Mann? Es sind zu viele. Wir sind komplett umzingelt. Verdammt, Schuh! Wir sind erledigt! Mano Maro, du! Du gibst viel zu schnell auf. Lass uns aufbrechen. Wir müssen die Dorfbewohner in Sicherheit bringen. Wir müssen sie unbedingt ablenken. Opa, wir halten sie auf. Lauf weg! Ich will ja, Schuh. Ich will ja. Doch ich werde nie entkommen. Du nicht auch noch. So ein Gerede hilft wirklich nicht. Ich mach weiter. Ich schaffe es. Auch wenn ihr alle aufgeht. Ich nicht. Attacke! Ich bin König Gibral der 16. Zu euren Diensten. Woher kommt ihr? Aus Kalta. Wir sind auf dem Weg nach Gibral. Verstehe. Schickt eure Leute zu unseren Kutschen. Unsere Truppen werden euch nach Gibral begleiten. Bringt die Kutschen! Als hätten sie geahnt, dass Leute Hilfe brauchen. Was ist? Komm schon! Wir bleiben und kämpfen! Oh. Ihr könnt auch eure Schatten nutzen? Was meinst du mit Au? Eure Majestät, bitte nehmt die Dorfbewohner mit. Ich bete die Nachhut. Gut. Ich verlasse mich auf dich, Zola. Sir. Wir kämpfen auch. Ich komme mit.
Ich bin Zola, Kapitän der Schwertmeister von König Jibra. Greif den Feind an. Wow! Du kannst also auch Magie verwenden. Steht nicht nur rum. Los, gebraucht eure Magie. Du bist so cool. Das muss Liebe sein. Was ist denn mit dir los, Manomaru? Schnell, eure Majestät. Ja, auf geht's. Dann los, Gefährten der Magie. Ja. Wie geil, Mann! Ja, den Kampf geben wir uns jetzt noch, Freunde. Wird ein längerer Part, tut mir leid. Jetzt kommt voll der Bossfight, Mann. Ja, neues Teammitglied, die Zola. Geil, Mann, das Fledermausmonster und Boobs. Ja, und sie ist richtig cool. Sie hat von Anfang an die Henker-Klasse. Ja, lass uns einfach mal kämpfen. Manomaru ist natürlich total begeistert. Aber pass auf, dieser Fledermaus-Schatten sieht aus wie diese Fledermaus-Statue vom Dorf Lago. Von diesem Altar in dem großen Raum. Kennt das noch? Wie stark die sind, Mann! Und Konter tot. Oder nee, doch nicht. Naja. Naja, bereitet euch mal vor, ihr Spassen. Wehe, jetzt stirbt irgendwer. Ja! Was soll ich denn da machen, Mann? Das ist doch super gemein. So, jetzt rüste ich aber aus. Mann, ich könnte nicht auf Schuh gehen. Ich muss nur heilen mit Giro. Mann. Das ist voll gemein. Kann ich mir irgendwie... Komm, wir machen mal irgendwie... Zack. Dann werden sie wenigstens auch schon schnell. Ja, mit ihr. Mano! Ist alles nicht so schön. Warum sind die so stark? Warum gehen zwei auf Schuh? Ich hätte schön mit Giro jetzt alle Fatz, alle hochgeheilt, so, ne? Nee. Jetzt müsste Schuh auch noch was abbekommen. Ja, Schuh hat auch noch was abbekommen. Gut. Ich glaube, ich nutze einfach mal ein Ultramedikament. Sucht sich sein nächstes Opfer. Was zur Hölle? Na kommt, jetzt machen wir immer nur C4. Dass möglichst alle nochmal schön geheilt sind. Und dann kann ich die besiegen. Yeah, jetzt kommt mal her, ihr Typis. Zack. Ja, jetzt ist es doch kein Problem mehr, wa? Mann, Maru braucht unbedingt hier mit den zwei. Das ist so schwach bei ihm. So, und jetzt haben sie keine Chance mehr. Ich muss nur immer Erde machen und tschüss. Gewonnen, liebe Leute. Geil. Öffnet das Tor. Folgt mir. Ah, Jibral. Und wir sind heil angekommen. Geschafft. Ja! Ich bin so froh, dass es alle geschafft haben. Ich auch. Dank König Jibral. Maru, nenn dich Lady Zola. Lady Zola? Okay, Lady Zola. Also meinetwegen. Er ist schon ein Kauz.
Zolas Schatten hat die Form einer Fledermaus, richtig? Die DW finden sowas spannend. Wir hätten Angst, doch sie finden solche Dinge interessant. Das mag sein, aber ich denke, er steht einfach auf Zola. Sie ist auch ziemlich cool. Ihr vier, ihr seid klasse. Du auch. Ruht euch erstmal aus. Was für eine tolle Konversation. Ihr seid klasse. Du auch. Aber gut, liebe Leute. Oh, ein Speicherpunkt. Das ist ja nett. Da ist eine Kiste mit einer Barriere. Und so weiter und so fort. Ja, Mensch, das war schon wieder ein Überlänge-Part. Aber ja, die Wagen-Eskorte war eben doch ein bisschen gefährlicher als erwartet. Und vor allem kam dann noch dieser Bosskampf ganz plötzlich. Ich habe damit auch nicht mehr gerechnet. Naja, auf jeden Fall war es ein geiler Part. Wir haben zum ersten Mal unser fünftes Crewmitglied kennengelernt. Mal sehen, wann sie das nächste Mal im Team sein wird. Die gute Zola. Und ja, im nächsten Part sehen wir uns mal die Stadt Gibral an. Sehr cool. Also tschüssi.